settle this mood. Radio Amor. A $25 gift. I've been there. We're sorry. Your call cannot be completed as dialed. Genug gespielt. Ich muss los. Lass dich nicht aufhalten. Wow. Irgendwie fühle ich mich jetzt besser. Erhaben. Energetisch. Richtig aufgeladen. So ein gewonnenes Spiel baut doch immer auf. Vielleicht ist es aber auch nur die statische Elektrizität an der Autokarosserie. Tief und unergründlich. Tief und unergründlich. Was soll ich denn mit einem Eimer Sumpf? Wir könnten dem bösen Lago La Grande eine Falle stellen. Wo schnappst du nur diesen Nonsens auf? Ich lese viel. Tief und unergründlich. Die Kindersicherung scheint noch zu funktionieren. Das sieht nützlich aus. Oh, Entschuldigung. Brauchst du das Antioxidationsmittel etwa noch? Ja. Und wann bist du damit fertig? Wenn ich endlich von einem Blitz getroffen wurde. Autsch, was war das? Der Blitz. Du wurdest vom Blitz getroffen. Im Ernst? Es fühlte sich nicht so an, wie ich es erwartet hatte. So unspektakulär. Nichtsdestotrotz, du bist jetzt ein Energiewesen. Ja. Ja, das muss wohl so sein. Dann benimm dich auch entsprechend. Wuga. Wuga? Wuga! Wuga! Jetzt, wo du ein Energiewesen bist, brauchst du das doch sicher nicht mehr, oder? Wuga! Nettes Plätzchen. Harvey ist viel zu agil, um Rost anzusetzen. Ich krieg den Gang nicht raus. Hey, was ist das? Ist da jemand im Auto? Der Anzünder fehlt. Geschlossen. Thank you.
Das wird nie mehr einen Oldtimer-Preis gewinnen. Du warst ein gutes Auto und hast viele schöne Kilometer erlebt. Lebe wohl. Damals war die Leichtbauweise noch nicht so entwickelt. In der Gruppentherapie haben wir gelernt, am Unfallort nichts zu verändern. Stichwort Unfallrekonstruktion. Hallo Alu, alter Hund. Wuga! Ich muss dringend mit meiner Bank reden. Später. Ich krieg den Gang nicht raus. Das Lenkradschloss ist aktiv. Nanu? Der ist ja festgeschweißt. Die Farbe gefällt mir nicht. Der ist aus Plastik und entsprechend rostlos. Das Verfallsdatum ist weit überschritten. Meine Zickzackschere ist schärfer als so manche Zeckenzange. Na, als wenn du Leben retten könntest. Ich habe in Harvard Medizin studiert. Nanu? Der ist ja festgeschweißt. Er kann doch unmöglich immer noch müssen. Ich will ihn lieber nicht auf mich aufmerksam machen. Ein Haus mit Zipfelmütze. Das schlag dir mal aus dem Kopf. Dazu muss ich erst mal hinkommen. Ich kann nicht weit genug werfen. Thank you.
Huhu! Wenn dort unten jemand mit einem Betonklotz an den Füßen ist, will ich es nicht wissen. Die Kindersicherung scheint noch zu funktionieren. Auf dich kann man sich nicht verlassen. In der Gruppentherapie haben wir gelernt, am Unfallort nichts zu verändern. Stichwort Unfallrekonstruktion. Aus den Angeln, aus dem Sinn. Die Kindersicherung... Siehst du die Tür da, Harvey? Da müssen wir rausgeschleudert worden sein. Das war bestimmt ein astreiner Stunt. Mit aufwendigen Spezialeffekten und teurer Pyrotechnik. Oha, das Auto beginnt zu rollen. Hey, was soll das? Stopp! Da sind noch weitere Fahrzeuge. Sogar die Polizei. Ich muss einen anderen Weg finden. Davon hat mir mein Chiropraktiker abgeraten. Vergiss es. Dorthin bringen mich keine 10 Pferde mehr. Oder andere Tiere. Das ist kein Mond. Das ist eine Raumstation. Au! Bis auf ein Abschleppseil. Ich nehme das Abschleppseil. Leer. Von hier aus ist das zu gefährlich. Von hier aus ist das zu gefährlich. Guck mal, Harvey, ein Brückengeländer.
Eine gute Stelle für ein Abschleppseil. Och Mann, Harvey. Jetzt hast du das ganze Rätsel verraten. Ah, das gibt's doch nicht. Oh, ich dachte, ich gebe mal einen Hinweis. Du bist so ein Trottel. Was soll denn das für ein Hinweis sein? Eine gute Stelle für ein Abschleppseil. Oh Mann, das ist doch kein Hinweis. Das ist die Lösung aus Posaun. Sorry. Ja, ganz toll. Jetzt hast du dem Spieler den ganzen Spaß verdorben. Das zwischen den Screens hin und her gerenne, die sinnlose Herumprobiererei, das Pixelhunting und schließlich das Online-Gehen und in der Komplettlösung nachlesen. Böser Harvey. Böser Harvey. Davon hat mir mein Chiropraktiker abgeraten. So könnte man es sich als Suizidgefährdeter hier richtig schön bequem machen. Der Fluss fließt zu weit unten. Aber eigentlich will ich das Brackwasser sowieso nicht. Immerhin hat sich Blase an dieser Stelle erleichtert. Irr. Marmorstein und Eisen bricht. Stein und Marmor rostet nicht. Stein auf Stein hält Gleichgewicht. Stein und Rost, das reimt sich nicht. Ich habe das Seil ans Brückengeländer gehängt. Es baumelt jetzt direkt über dem Fluss. Davon hat mir mein Chirurg... Ich habe das Seil ans Brück... Es baumelt jetzt direkt... Von hier aus ist das zu gefährlich. Ich bin bei der Gesellenprüfung zum Wasserträger durchgefallen. Was soll ich denn mit einem Eimer Sumpf? Wir könnten dem bösen Lago La Grande eine Falle stellen. Wo schnappst du nur diesen Nonsens auf? Ich lese viel. Brr, ist es nicht zu kalt zum Schwimmen? Brr, ist es nicht zu... Tief und unergründlich. Ich versündige mich nur an fremdem Eigentum, nicht an der Umwelt. Was hieltest du von einem Bad im Mondschein, Harvey? Ich glaube nicht, dass man vom Mondschein wirklich sauber wird. Seit wann legst du Wert darauf, sauber zu sein? Naja, sonderlich dreckig wird man vom Mondschein sicher auch nicht. Du hast recht. Vergiss das mit dem Bad. Geht nicht, das Schloss ist zugerostet.